Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir wollen heute mal wieder ein Haus zusammenbauen. Und dieses Haus, das haben wir in einem Livestream zusammen entworfen. Einige von euch waren mit dabei, ist auf jeden Fall richtig cool. Und die anderen, die nicht dabei waren, ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie das Haus von den anderen Seiten aussieht. Beziehungsweise wir machen das einfach jetzt sofort. Und genau, hier haben wir einmal die Vorderseite. Wir haben hier einen Balkon, der überdacht ist. Wir haben hier auf der linken Seite dann den Eingang, hier unten. So, dann fliegen wir einmal noch weiter außen rum. Hier haben wir nochmal einen Balkon auf der anderen Seite. Hier ein großes Glasfenster. Und an sich hier oben haben wir halt auch nochmal einen riesigen, so eine Dachterrasse. Das ist halt auch mega cool. Und von innen sieht das Ganze so aus, dass man hier erstmal eine ganze Etage hat. Ich weiß, man müsste noch einen Boden reinziehen und Lampen und sowas reinsetzen. Habe ich noch nicht gemacht. Hier ist dann die Treppe nach oben in das zweite Geschoss. Hier hat man einiges mehr an Glas, also mehr Licht, was hier reinkommt. Hier ist dann einmal der Balkon. Und hier kann man dann auf die Dachterrasse drauf gehen und hat dann hier ja, Platz, um hier rauszuschauen, die Aussicht zu genießen oder sonst was. Und da oben haben wir nochmal ein kleines Dachfenster. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, das Ganze nachzubauen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ihr seht das ja unten in der Leiste, wie lange das dauert. Wahrscheinlich etwas länger. Und ich bin mir selber nicht 100% sicher, ob ich das direkt komplett richtig hinbauen kann, weil das doch schon ziemlich kompliziert ist. Aber ich versuche es einfach mal. Ich gebe mein Bestes. Und genau, womit wir anfangen, ist Quarz. Und später werden wir noch Akazienholz brauchen. Wir brauchen hellgrau gebrannten Ton. Normal grau gebrannten Ton, also diesen dunkelgrau, und hellgraue Glasscheiben habe ich immer benutzt, und dann halt noch so ein paar andere Sachen. Gitter brauchen wir zum Beispiel für Geländer, da könnt ihr aber auch alternativ Glas nehmen, aber ja, das werdet ihr dann alle sehen, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, und zwar fangen wir auf dieser Seite hier an. Also wenn wir hier bauen, wird links der Eingang hinkommen. Genau, und dann fangen wir an, wir setzen erstmal drei Blöcke Quarz übereinander, dann reißen wir hier unten zwei Blöcke raus, setzen da auch Quarz hin und dann noch einmal Quarz hier oben hin, dann noch einmal Quarz und dann noch dreimal Quarz, also dass wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke haben. Und dann setzen wir hier in diese Lücke einmal Glas ein, dass wir hier unser erstes Fenster haben. Dann als nächstes nehmen wir uns hellgrau gebrannten Ton und setzen dann einmal hier überall Ton drauf. Ziehen das links noch ein weiter raus, rechts genauso auch noch ein weiter raus. Und gehen dann einmal hier oben auch noch eine weitere Linie hoch, beziehungsweise 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch, also 1, 2, 3, 4, das heißt insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 übereinander, das passt, und dann gehen wir wieder nach links raus, insgesamt 9 Blöcke, einen haben wir ja schon, das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und dann müssten wir, obwohl irgendwie passt das nicht ganz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, hier links, den unten müssen wir abreißen, der war falsch. Genau, dann passt das auf jeden Fall. Was wir jetzt machen ist, wir ziehen das Ganze noch eine Schicht weiter nach vorne. Also ziehen das hier einmal noch ein bisschen weiter raus und dann nochmal das Ganze, dass es insgesamt drei Blöcke breit ist. So. Dann anschließend jetzt als nächstes nehmen wir uns Akazienholz und ziehen das hier nicht direkt neben diesem Quarz, sondern einen davor, setzen wir hier drei Blöcke hin und rechts daneben ziehen wir dann auch nochmal Blöcke hoch, und zwar bis hier oben und dann noch einen Block höher, also dass es hier so weit rausschaut. Und dann machen wir das gleiche noch zweimal. Das heißt, hier
ziehen wir das dann auch einmal hoch bis hier oben hin. Dann nehmen wir uns als nächstes grau gebrannten Ton, gehen hier unten hin, und zwar hier, wo dieses Quarz ist, in die Mitte. Hier setzen wir diesen grauen Ton hin, setzen noch einen davor, gehen dann nach rechts raus, und zwar bis ein weiter als diese Wand, und ziehen das dann hier hoch bis hier über dieses Holz, und dann gehen wir nach links weg, und zwar insgesamt 9 Blöcke. Also einen haben wir schon, dann zählen wir ab 2 weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau so. Dann nehmen wir uns noch mehr Holz und ziehen dann hier Holz entlang bis hier hin, also bis das ein vor diesem Ende ist. Also von oben so sieht man das vielleicht besser. Genau, was wir dann machen können, ist eigentlich schon mal ein Fenster hier einsetzen. Und zwar reißen wir dann hier einmal diese 4 Blöcke raus. Das sind hier 2 Blöcke Abstand zu diesem grauen. Und setzen dann Glas hier ein. So. Dann als nächstes können wir uns auch schon wieder grau gebrannten Ton nehmen. Und von der Ecke aus ziehen wir das einmal nach hinten weg. Und zwar insgesamt 15 Blöcke. Also einen haben wir schon, dann ziehen wir ab 2 wieder weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und das gleiche hier drunter dann auch noch einmal. Und von hier aus, also wenn wir von vorne da drauf schauen, gehen wir dann von hier hinten aus nach links weg. Und da insgesamt 14 Blöcke. Das heißt, wir zählen wieder ab 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und hier drunter genau das gleiche auch nochmal. Und dann nehmen wir einmal diese Ecke und ziehen die auch nach hinten weg. Und zwar bis sich das hiermit berührt erstmal. Und dann können wir eigentlich schon mal diese ganze Fläche ausfüllen mit diesem grauen Ton. Später werden wir da zwar ein bisschen was wieder abreißen müssen, also weil wir da ein bisschen was verändern. Aber erstmal ist es, denke ich, am einfachsten, wenn wir das komplett zumachen. So. Jetzt als nächstes brauchen wir einmal wieder Quarz und gehen hier rein und setzen auf die, also hier nicht auf die vorderste Linie, sondern auf diese zweite Linie. Von rechts zählen wir 1, 2, 3 ab und auf den vierten setzen wir Quarz und ziehen das hier oben hin. Dann nehmen wir uns Glasscheiben und setzen die hier ein, also dass wir hier insgesamt 9 Glasscheiben haben. Genau so. Dann als nächstes würde ich sagen, gehen wir hier einmal auf die rechte Seite. Dann brauchen wir wieder Ton. Und zwar gehen wir von dieser Linie aus noch 2 weitere Blöcke hier nach hinten und ziehen die dann einmal hoch bis hier oben. Beziehungsweise sogar noch eine Linie weiter, so bis hierhin. Und wenn wir jetzt das haben, dann gehen wir jetzt auf die letzte Linie, die wir gerade gesetzt haben, und nehmen Quarz und setzen das einmal hier dran, auf diese Ecke, ziehen das hier nach unten. Jetzt wird es etwas kompliziert. Jetzt müssen wir hier unten, also wo dieses Holz ist, da noch ein Holz hinsetzen und hier noch ein Quarz hinsetzen, also dass das sich hier mit so hinten verbindet. Und hier haben wir jetzt ja 2 Quarz und das müssen wir jetzt hochziehen auf insgesamt 7. Das heißt, wir zählen jetzt ab 3 weiter. 3, 4, 5, 6, 7. Gehen oben 3 nach rechts und ziehen das wieder auf den Boden. So, verbinden das hier unten, lassen 2 Blöcke frei und machen noch eine Verbindung rein, dass wir insgesamt so eine 8 haben. Und setzen dann Glas in diese beiden Fenster ein. So, außerdem nehmen wir hellgrau gebrannten Ton und setzen den einmal hier über diese Wand und dann hier vor noch einmal und ziehen das dann auch nach rechts noch so ein Stück weiter raus. Und dann, ja, würde ich sagen, können wir hier eigentlich schon fast weitermachen. Ich muss gerade nur das richtige Bild raussuchen.
Und zwar haben wir jetzt insgesamt eine Strecke von 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcken, die wir jetzt nach rechts, also nach hinten gehen müssen. Das heißt, wir haben 2 insgesamt schon und auf 13, das heißt, wir zählen ab 3 weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Damit sind wir genau auf dieser Höhe. Genau, jetzt anschließend nehmen wir erstmal wieder Quarz, gehen hier auf diese Linie hin und ziehen hier einmal 4 Blöcke nach rechts raus, ziehen das dann auf den Boden und setzen hier komplett Glas ein. Das heißt, vier Blöcke, ja, drei Blöcke sind ist dieses Glas und da drumherum haben wir dann so einen Quarzbogen. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir wieder hellgrau gebrannten Ton, also diesen hellgrauen, und ziehen von hier einmal vier Blöcke runter. Eins, zwei, drei, vier. Und ziehen die auch nach rechts raus. Zwar auf die gleiche Höhe wie das, hierhin. Dann brauchen wir wieder Akazienholz. Gehen dann einmal hier unten hin, also zu diesem Quarz. Setzt das nicht rechts daneben, sondern einmal nach hinten versetzt. Und zwar erstmal drei Stück. Dann drei Fenster. Dann wieder Holz. Dann nochmal Holz. Dann wieder Glas. Und dann noch einmal Holz. Dann nehmen wir wieder hellgrauen Ton und ziehen dann hier noch eine Linie entlang und dann noch eine Linie entlang, dass es hier drüber ist. Genau so weit erstmal. Beziehungsweise hier können wir dann auch direkt schon mal eine Linie setzen, noch eine Linie. Und dann ziehen wir das hier noch einmal weiter auf der Innenseite und gehen dann auch hier noch mal hoch bis hierhin. Weil hier haben wir noch mal einen Balkon. Und zwar setzen wir jetzt einmal hier Quarz ganz nach links hin, drei Blöcke. Dann brauchen wir Glasblöcke, also nicht Glasscheiben, sondern diesmal Glasblöcke. Und setzen davon drei Stück hier hin, gehen oben drei nach rechts raus und verbinden das dann hier mit. Jetzt brauchen wir Türen. Und ich habe Eichenholztüren genommen. Und die setzen wir dann hier ein. Und setzen dann wieder Quarz auf die rechte Seite. So. Jetzt brauchen wir noch mehr grauen Ton und ziehen hier noch mal drei Stück nach hinten weg und hier oben gehen wir noch ein weiter raus und ziehen das auch nach rechts bis hierhin und setzen dann hier komplett einmal diesen grauen Ton drauf und hier auch. Und machen das dann auch zu. Also so. Und dann hier auf der Innenseite auch nochmal. Also von hier ziehen wir auch nochmal Ton bis ganz nach vorne hin, bis hierhin. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal auf der anderen Seite vom Haus weiter. Also hier, auf der linken von vorne aus gesehen. Und ihr seht ja schon diesen Bereich, den wir hier mit diesem dunklen Ton markiert haben. Und hier würde ich sagen, machen wir als erstes weiter. Und zwar ziehen wir das erstmal hier auf der Ecke noch weiter runden, nach unten. Und zwar insgesamt fünf weitere Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann drei nach rechts. Also 1, 2, 3. Dann gehen wir damit nach oben bis auf diese Höhe und verbinden das dann einmal nach links. Setzen hier oben noch eine Verbindung von diesem Ton rein und den Rest füllen wir dann mit Glas. Das heißt, dass wir insgesamt ein Fenster haben, was vier Blöcke hoch ist. Genau, dann gehen wir hier oben hin und ziehen diesen Ton einmal nach hinten weg und füllen dann diesen Bereich aus. So. Dann als nächstes gehen wir hier wieder hin, nehmen diesen hellgrauen Ton, den wir hier schon haben, und ziehen diesen dann auch einmal nach hinten weg bis hierhin.
Und von hier aus machen wir das gleiche auch, ziehen den auch hier nach hinten bis hierhin, verbinden das Ganze dann, setzen noch eine Linie von dem Ton hin und noch eine Linie Ton, also dass wir insgesamt drei von diesem Ton haben. Hier unten haben wir jetzt einmal Quarz. Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt reißen wir hier unten zwei Stück raus und setzen dann hier wieder drei Blöcke Quarz hin. Und dann Glas hier in diese Öffnung rein, dass wir hier ein Fenster haben. Und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Quarz. Jetzt muss ich gucken, insgesamt vier. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, drei weitere setzen wir da hin, machen die Wand dicht. Dann nehmen wir Holz und setzen das einmal hier nach innen versetzt hin. Und zwar drei Blöcke, gehen oben drei nach links, verbinden das mit dem Boden. Und jetzt brauchen wir wieder eine Tür. Und zwar habe ich wieder Eichenholztüren genommen und die hier eingesetzt. Und dann brauchen wir links davon nochmal eine Linie von dem Holz. Genau, so, das passt erstmal. Jetzt brauchen wir wieder dieses dunkle Ton und setzen hier nochmal eine Verbindung hin, dass man das von unten, damit das so dicht ist. Hier haben wir diesen, das passt schon mal. Jetzt muss ich genau gucken, wie wir das am besten machen. Jetzt, ich würde sagen, wir machen auf der Rückseite weiter. Und dafür nehmen wir erstmal weiteres. Dieses dunkle Ton. Und wir haben hier unten jetzt zwei Stück schon mal. Wir ziehen das dann noch einmal weiter. Und das Ganze dann hoch bis hier oben. Das haben wir insgesamt jetzt drei Blöcke. Und dann noch eine ganze Linie. Also dass wir insgesamt vier davon haben. Dann nehmen wir. Jetzt muss ich stark überlegen. Jetzt nehmen wir wieder hellgrau gebrannten Ton und ziehen hier das einmal nach hinten weg. Und zwar bis hierhin, also bis sich das hiermit verbindet. Lassen dann 1, 2, drei Blöcke frei und hier unten kommt noch mal so ein Ding hier dran. Das ziehen wir dann nach vorne raus, also von dem hellgrauen Ton ist das, und gehen dann nach links weg und ziehen das dann hier entlang bis hier vorne. Und hier müssen wir genau das Ganze oben auch noch mal eine Linie weiter nach hinten ziehen, bis hierhin. Dann nehmen wir uns Quarz und setzen das hier als Hilfsblock hin, also hier auf diese Höhe setzen wir Quarz hin. Und zwar so drei Stück. Beziehungsweise wir können uns erstmal Ton nehmen und das hier unten nochmal nach innen weiterziehen. Genau, dann haben wir hier einmal Quarz, noch einmal Quarz und dann ziehen wir das hier unten einmal bis hier hinten hin. So. Und hier oben ziehen wir dann auch eine Linie entlang und setzen hier nochmal eine Schicht Quarz hin und den Rest füllen wir dann mit Glas. Genau so musste das Ganze hier aussehen. Was wir dann machen, ist, wir nehmen uns wieder Ton. Und ziehen diesen, beziehungsweise bevor wir das machen, hier haben wir ja dieses Quarz und das würde ja theoretisch hier sein. Das heißt, hier ziehen wir nochmal eine Linie nach unten weg, also dass es hier sich so durchzieht, so als Quarz. Dann brauchen wir noch mehr Holz und ziehen hier, wo wir dieses Holz haben, links daneben nochmal Holz hin und hier ziehen wir dann nochmal Quarz hin, dass es hier so eine Ecke ergibt. Dann nehmen wir wieder hellgrau gebrannten Ton und ziehen aus der Ecke das drei Stück nach vorne und dann nach links weg. Und ab
dieser Stelle, also da, wo wir auf der zweiten Glasebene sind, hier ziehen wir das dann einmal hoch. Ich hoffe, das ist verständlich so. Und dann setzen wir hier nochmal Quarz ein. Also man hat hier insgesamt drei von diesem Quarz. Dann hat man hier dieses hellgraue Ton, der sich so verbindet. Und jetzt ziehen wir hier nochmal Ton nach links weg und zwar insgesamt fünf Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Und gehen dann hoch und setzen hier Glas ein. Dann nehmen wir uns wieder Quarz und setzen das nicht direkt daneben, sondern hier und zwar drei Stück hin. Und ziehen das bis nach oben hin. Und hier an dieser Stelle muss ich jetzt gerade noch mal auf mein Bild schauen. Hier haben wir dann, glaube ich, noch einmal Quarz. So, wie genau da drüber. Ja, dann passt das. Und ansonsten, ich gucke jetzt gerade, ob ich noch irgendwas, ob noch irgendwas fehlt. Ich glaube, hier habe ich dann einmal dieses Gras hier rausgerissen und habe da auch Quarz eingesetzt, damit das sich so verbindet. Das sieht einfach ein bisschen realistischer aus. Und ich glaube, an sich von den ganzen Außenansichten passt das schon fast. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier zum Beispiel ein Gitter draufsetzen. Bis hierhin. Dann haben wir hier einen Balkon schon mal. Und hier natürlich fehlt uns noch einiges. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf die Innenseite und fangen an mit hellgrau gebranntem Ton. Diese ganze Schicht, also die ganze Ebene hier einmal auszufüllen. Das ist das, was ich im anderen Haus auch gemacht habe. Beziehungsweise diese Ecke da lasse ich erstmal frei, hier wo das große Fenster ist. Aber ansonsten füllen wir komplett alles erstmal mit diesem Ton. Weil wir das sowieso machen müssen und es dann irgendwie auch leichter zu bauen ist. So, gleich haben wir es noch ein paar Blöcke. So. Genau, so haben wir das. Und dann seht ihr schon, jetzt haben wir hier eine ganze Ebene und können hier viel leichter bauen. Und dort müssen wir jetzt. Dort nehmen wir jetzt Quarz erstmal. Gehen hier auf. Also, das ist ja hier die Seite, wo wir angefangen haben. Gehen dann hier auf diese Seite, wo dieses Graue ist und ziehen nicht rechts davon, sondern so quer nach vorne versetzt hier drei Blöcke Quarz hin. Dann nochmal Quarz und nochmal Quarz und sogar nochmal Quarz. Also 1, 2, 3, 4 Stück insgesamt. Und dann nehmen wir uns hellgraues Glas. Und setzen hier drei Stück hin und ziehen das nach rechts rüber bis hierhin, verbinden das hier, setzen hier links eine doppelte Tür hin und dann kommt hier nochmal Glas rein. Also dass wir hier insgesamt so ein großes Glasfenster haben. Dann als nächstes brauchen wir wieder hellgrau gebrannten Ton, den wir dann einmal hier erstmal drüber setzen, also über diese Mauern. Würde ich sagen, machen wir das hier vorne schon mal dicht. Dann brauchen wir Holz und ihr seht hier dieses Holz, was wir hier haben und das ziehen wir dann einmal nach links weg. So bis dahin erstmal. Und hier gehen wir dann auch auf die zweite Ebene, also hier auf diese Innenseite ziehen hier Holz rein. Und zwar bis auf diese Höhe und dann nach links so. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Das ist auch so ein bisschen der komplizierteste Teil überhaupt. Dann würde ich sagen, hier kann man eigentlich nochmal einen von diesem hellgrauen Ton hinziehen und das einmal nach rechts rüberziehen bis hier. Und dann haben wir den Bereich, wo die Treppe reinkommt. Vielleicht ziehen wir hier noch zwei Linien von diesem, beziehungsweise vielleicht sogar drei Linien von dem Ton hin. Reißen hier drei Stück ab, nochmal drei Stück ab und nochmal drei Stück ab. Und dann haben wir hier den Bereich, wo die Treppe reinkommt. Und dann können wir das eigentlich schon mal machen.
Ich weiß, diesen Aufstieg, den könnt ihr eigentlich auch irgendwie anders lösen. Vielleicht, ich bin damit nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Aber so, keine Ahnung, so habe ich das jetzt einfach mal gemacht. So, da hat man hier die Treppe und kann hier hochgehen und auch wieder runtergehen. Also hier, das passt auf jeden Fall. Und ja, ansonsten kann man hier natürlich noch so das Ganze ein bisschen mehr zumachen. Dann ist es ein bisschen mehr abgegrenzt, aber an sich soll das ungefähr so sein. Was jetzt noch fehlt, ist Gitter, Eisengitter, die wir dann einmal hier entlang setzen. Und dann bis hier vorne an die Ecke, dass sich das hier mit verbindet. Und dann haben wir hier das Geländer für oben auch schon. Und hier machen wir das gleiche auch nochmal. Also von hier ziehen wir ein Geländer rüber bis hier in die Ecke. Und dann haben wir hier auch das Geländer für diesen Balkon. Und ich denke mal, damit haben wir das. Ach ja, genau, eine Sache, die ich jetzt fast vergessen habe. Die Treppe innen. Wo ist der Eingang hier? Die Treppe innen. Vielleicht kann ich einfach mal zeigen, wie ich das so gemacht habe. Weil ich wurde gefragt, ob ich nicht auch die Treppen immer wieder zeigen kann. Also ihr müsst das jetzt nicht so machen, wie ich das mache. Aber ich habe die Treppen ungefähr so gesetzt, dass ich hier diese zwei abgerissen habe. Da habe ich Treppen eingesetzt. Hier nochmal Treppen eingesetzt und dann habe ich Birkenholzstufen genommen und habe hier Stufen hingesetzt, so ungefähr, und habe die dann so ein bisschen so runtergezogen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, aber ungefähr so, und habe dann ja versucht im Prinzip hier ungefähr so die Treppe zu lösen. Genau, dass man hier so hochgehen kann. Ja, genau so habe ich das gemacht. Wie gesagt, das müsst ihr nicht so machen. Wobei hier kann man vielleicht sogar einen ganzen Block hinsetzen und dann noch eine, weiß nicht, so eine Mauer oder so etwas dazwischen setzen. Und dann hat man sogar noch einen, so eine Art Wendeltreppe. Man kann das sogar noch höher ziehen, wenn man möchte. Und hier, weiß ich nicht, dann so ein Geländer da hinsetzen und dann kann man hier hoch und runter gehen. Ganz bequem. Das ist auf jeden Fall richtig cool und sieht eigentlich auch ganz schick aus. Hier drunter könnte man vielleicht auch noch, keine Ahnung, noch einen Dekoartikel machen oder sonst was. Aber genau, das wollte ich einfach nur zeigen, weil jemand nachgefragt hat. Also bitteschön, dann habe ich auch einen Vorschlag für die Treppe gemacht. Und sonst habe ich noch so ein paar Deko-Sachen gemacht. Ja, so ein bisschen Eichenlaub zum Beispiel genommen. Kann man hier zum Beispiel eine Linie hinziehen oder ich weiß nicht, hier könnte man theoretisch auch etwas hinziehen. Einfach auf diese ganzen sehr weißen Flächen, da vielleicht noch eins. Und ja, genau so habe ich das hier, glaube ich, auch gemacht. Aber ansonsten war es das mit diesem Video und mit diesem Haustutorial. Tut mir leid, falls es nicht immer ganz 100% sauber oder 100% klar war, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem mitgekommen seid. Falls euch das Haus oder dieses Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da, das wäre echt richtig cool. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Hier sind noch ein paar Videos verlinkt für andere Haustutorials. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und sonst sage ich einfach nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.